Wir sind ja heute im Paulus-Saal hier in Freiburg, in der Spielstätte mit einem ganz besonderen Charme. Und hier ist also die Ahnengalerie, wer hier alles schon gespielt hat. Und da muss man vielleicht auch mal näher rangehen. Wir haben hier zum Beispiel Mick Jagger hat hier schon gespielt und Gerhard Polt war natürlich schon da. Hier Clint Eastwood, auch schon hier gewesen im Paulus-Saal. Und jetzt wird es ganz interessant, es kommen viele so Kollegen aus unserer Branche. Wir haben hier, das wissen viele gar nicht, Atze Schröder hat früher ja viel mit Geige gemacht, sah noch ein bisschen anders aus damals. Früher Eckart von Hirschhausen am Klavier hauptsächlich tätig gewesen. Dann Bülent Ceylan haben wir hier, der große Erfolge gefeiert hat damals im Paulus-Saal. Und ein ganz junger Bodo Wartke hier in den 80er Jahren. Und jetzt freuen wir uns auf unseren Auftritt und hoffen, dass eines Tages auch mal unser Bild in dieser Lücke hier hängen wird.